Was es bei mir ausgelöst hat, kein News zu konsumieren, waren zwei Fragen. Und die erste Frage war, treffe ich jetzt bessere Entscheidungen, nachdem ich all diese News ständig konsumiere? Und die Antwort auf diese Frage war, nein, ich treffe keine besseren Entscheidungen für mein Leben oder für meine Karriere. Und die zweite Frage, die ich mir stellte, war, verstehe ich wenigstens die Welt jetzt ein bisschen besser? Und die Antwort auf diese zweite Frage war auch nein, ich verstehe die Welt nicht besser, wenn ich in rauen Mengen News konsumiere. Und deshalb habe ich dann aufgehört, News zu konsumieren, sondern eher lange Formate, Bücher zu lesen, wo ich wirklich die Welt dann verstehe.